Moin, Servus, moin, sind wir live? Hallo, meine Lieben. Moin, ich trinke erstmal ein bisschen Apfelsaft hier. So. Prost. Sind wir online? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, es sieht ganz gut aus. Moin hier an Time Gamer, Let's Storm, Mr. Toad, P2006, Karotten Let's Play, moin, der eine Typ ist da, moin Gamer, nur muss noch Hausaufgaben machen, alles klar. Moin Leute, ja, heute kommt eine neue Indie Direct. Pika, Side B, Ness, moin, Marfan, moin, Lexi, moin, Roy, Cooper, moin, Snailbob, moin, Raphael, 22, moin, Super Player, moin, Pascal Merz, Servus, moin. Mr. Toad, moin. Irgendwie bin ich gehypt, auch wenn nur Indie kommen. Ja, genau. Poco, YouTube, moin. Toxus, moin. Auch länger nicht mehr gesehen. Hi, servus. Triforce, Daniel, moin, moin, moin. Ja, Leute, Hype und Daumen hoch für euren Hype. Ja, also, Leute. Antonio, servus. Wir müssen ganz unten bleiben. Einige rechnen bestimmt wieder mit. Jetzt kommt Splatoon 3, Mario Odyssey 2 und. Mario Kart 9, nein Leute, das sind hier Indie-Titel, aber mal gucken, was uns halt so erwarten wird, weil sie werden irgendwas krasses haben, also für die Verhältnisse, ne? Weil sonst würde man ja keine Direct machen, sozusagen. Keine Ahnung, Ori haben sie beim letzten Mal gezeigt. Was fehlt denn noch? Vielleicht die Rare Collection von, ja, Rare halt einfach mit diesen, mit Banjo-Kazooie und so. Das könnte vorkommen, weil Microsoft war schon öfters hier drin, tatsächlich. Also das ist das erste Mal. Die waren schon öfters hier. Hier wurde Ori angekündigt. Hier wurde. Wie heißt das andere Game? Ihr wisst bestimmt, welches ich meine. Also, es ist möglich, ne? Und Rage Squid, hallo, moin. Jason, moin. Lukas, moin. Bäumchen Nummer 3, hallo. Jetbar Place, hallo. Hoffe auf Freedom Planet 2. Habe ich schon mal irgendwie so gehört, aber genau weiß ich es auch nicht. Hallo, Leon. Bei Splatoon-Mucke gibt es ein Like, ja, optimal. Wenn schon kein Splatoon hier auf dem Kanal kommt, dann wenigstens Musik, ne? Ja, aber Where We Play ist doch kein... Doch, ja eben doch! Microsoft-Titel waren schon öfters in dieser Sendung hier. Also, es ist möglich, habe ich ja eben gerade gesagt. Until Ghost Game 2 auf jeden Fall, ey. Ich habe den ersten noch nicht mal gekauft. Soll ich ihn kaufen? Lohnt sich das? Ich habe so ein bisschen bei Blue damals gesehen. Du Luigi Boy! Hey Leute! Auch wenn mein letztes Team von dir, wo ich dabei war, die letzte Indie-Direct war... Bin mal wieder da, es ist zu lange her. Also, willst du mich verarschen? Du kommst aus der Indie-Direct, Alter. Raus. 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 Oh, auf jeden Fall, hi. Moin. Und Mr. Blackout, auch moin an dich hier. Obi-Wan Kenobi, servus. Viewsware ist nicht Microsoft. Doch, eben schon. Wo lebst denn du, Junge? Where ist ein Studio von Microsoft? Also, ja, anscheinend lebte Rage Squid noch in den Jahren 2000. Ich meine, die wurden 2002 aufgekauft oder so. Also. Rare ist ein official Microsoft-Studio, mein Lieber. Also, ja. Doof gelaufen. Hallo, Dennis62. Moin. Banjo und Mario bei den Olympischen Spielen 2020. Man kennt's. So, mir geht's nicht gut. Was los? Und hallo, Finn. Wofür deine ganzen Herzen und traurigen Emojis? Was möchtest du mir mitteilen? Anscheinend möchtest du spammen. Das können wir aber ganz schnell ändern. Auch rein. Wer spammt, wird einfach gebannt. So. Mache nebenbei Französisch Hausaufgaben. Oha, oha. Oha, oha. Und Rage Squid, du wärst heute, glaube ich, mal ein bisschen Mod, weil ich glaube, wir können jemanden gebrauchen. Und wir kennen uns ja schon ganz gut, mein Lieber. Also, gönn dir auf jeden Fall. Mach keinen Scheiß, aber ich glaube, wir haben heute wieder ein paar Keks hier am Start. Und ich glaube... Da wäre ein neuer Mod noch ganz gut für Unterstützung und so. So viele Mods haben wir auch gar nicht, also von daher. Gönn dir mal und ich glaube, Finn ist wieder derselbe Typ, der öfters hier mal ein paar Accounts am Spammen ist. Deswegen, ne, weiß Bescheid. Breath White Fanboy, moin. Overwatch gibt's doch schon, Lexi. Auf jeden Fall, hi an dich. So, Junge, ich weiß, dass die aufgekauft wurden, aber du sagst, dass das... Es wäre 1:1 Microsoft. Ja, ist es ja auch. Microsoft Studio. Pius, ich will irgendwann auch mal deinen Mod sagen. Ja? Mal gucken. Und hallo, Toad Miner. Moin. Holt das Maschinengewehr. Ja, Mann. Deine letzte Indie Direct Reaction war beste. Jetzt mal mein. Ja, das war super. Ich freue mich heute auf jeden Fall, Leute.
Ich habe nämlich heute vor, jeden Indie-Titel zu bewerten. Also ich bewerte das, was ich sehe. Entweder Geilmann von 1 bis 5, würde ich sagen. Ne, von 1 bis 10, sag ich mal. 1 bis 10, oder machen wir die Schulnoten. 1 bis 6. Ich bewerte jedes, was wir sehen. Und Leute, jetzt geht's auch schon los. PG 12. Oh mein Gott. Ich bin sehr gespannt. PG 12, okay, ich bin ready. Schreib mal, ob die Musik passt. Ich glaube, es sieht aber ganz gut aus. Okay. Erstmal haben wir ein neues Intro. Krass, Mann. Je. Yeah. Da rennt ein Typ. Und erstmal droppt die Qualität. Ja, Mann. Was sind wir denn hier, Junge? Ja, 360p, Alter. Ja, okay, machen wir 27. Das ist hier 1 und 1. Ich wieder denke, 1 und 1 muss los. Machen wir 27, das reicht auch aus. Aber kommen wir hier nicht mit 360p. Also immer noch mal gut, ne? Also, da muss ich aber wieder ganz direkt los hier. Also, manchmal ist hier echt Farbwirbel, moin. 4 sagst du, ja, würde ich auch sagen. Intro war schon mal eine 4. Nee, Intro war eine 2, hallo. Oh, ist das Stardew Valley? Nee, das sieht ein bisschen anders aus. Was ist denn das? Passt der Sound? Und hallo Tommy. Daumen hoch, Leute, für diese tolle Sache hier. Golf! Okay, das ist so ein Sportspiel. Hilfe, Sport kann ich nicht. Jo, passt ja optimal. Was ist denn? Ich renne mal in die Schule. Oh ja, echt so. Soll das hier meinen Alltag wieder spiegeln oder was? Also erstmal so in Sport verkacken und dann wieder in die Schule gehen und in Mathe eine 6 kriegen oder was? Jetzt auch noch bei Regen. Ja, wir sind hier, glaube ich, in Hamburg. Ja, Mann. Das ist einfach mein Spiel. Das heißt einfach Pure Simulator. Ich spüre es einfach. Was ist das denn? Tennis mit dem Tor? Und jetzt bist du einfach dein Toaster. Das heißt Pure Story, nicht Sport Story hier, ey. Joa, moin. Kirk Scott. Moin. Oh, hallo Sam. Kenn ich dich von Nintendo Frankfurt? Ich glaube nicht. Schade. Ja, sieht irgendwie ganz cool aus, muss ich sagen. Da ist das interessant. Ja, sehe ich auch so. Ich dachte eben, was ist die Pure Story, aber leider nicht. Ich würde jetzt mal so eine... Ja. Ich tendiere zwischen 2 und 3. Sieht ganz okay, sieht schon ganz nett aus. Also kann man schon machen, denke ich. Ja, ich gebe einfach mal eine 2. Ich fange mal ganz nett an. Sega! Oh, der nächste 2D-Box-Ding. Mann, mein Internet, jetzt Handy verlässt. Ah ja. Ich gebe dem Spiel eine 3, okay. Ja, Leute, bewertet alle gerne mit in den im Chat hier mit euren Schulnoten von 1 bis 6. Ja. Das ist für mich wie so ein... Wie diese 100.000 2D-Box-Games, die es irgendwie schon 100.000 davon gibt irgendwie. Obwohl es natürlich... Also optisch ist es ganz nett, muss ich sagen, aber absolut nichts... Nix für mich. Ist das bekanntest? Streets? Oh, ein bisschen lauter hier. Aha, ja, juckt mich einfach gar nicht, also. Ja. Aber es sah optisch ganz nett aus, deswegen, keine Ahnung. Eine 4. Ich gebe eine 4. Geheimnisvolle Geschichte, ne? Okay, hau mal raus. Bin ich gespannt. Zum Schwert. Oh mein Gott, Pokémon-Schwert. Kinder, ah. Wie würde ich mich fühlen? Ja, scheiße, wenn ich an Mathearbeit denke. Donnerstag, Leute. Rest in peace. Ein Schwert. Ich bin jetzt einfach ein Schwert. Ah ja. Especially if it happened in a stained glass world where you and some children are on a quest to reach its heart. Aber ich bin doch irgendeine Hexe. Where we're going, you won't need me, UI. This game knows how players like you think and how to guide you through without anything unnecessary like words. Who needs them? See if you can cut to the heart of this stained glass world when Green. Ja, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Hi everyone, I'm Alexander Fernandez, CEO of the Media Group, and today we're going to be showing you a brand new game on Twitch. It's a vier. Couch co-op game that I think you're going to like. Keine Ahnung, hat mir jetzt auch nicht so überzeugt. We liked it so much, we made it about food because we like to eat. Oh,
Essen klingt gut. Ah ja. BG war gut. Geil. Wow, that's the bliss ball right there. Was ist das denn? Und was ist das denn, Pete? 10 Euro für dich. Ja, danke dir, Leute. Herzen im Chat. Haut mal bitte alle jetzt Herzen für sie raus. Was ist denn bei dir los? Pete! Ehre! 10 Euro einfach mal so random. Bei so einem scheiß Indie-Ding hier. Muss los! Danke dir, ne? Ey. Das fällt mir ja gar nichts so ein jetzt hier. Und was ist hier mit der Einblendung? Typi, hallo? Müsste gleich eingeladen werden. Danke dir, ne? Was ist das? Ist das Overcooked? Nee. Ja, irgendwie doch, oder? Ich habe jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Das bewerte ich jetzt mal nicht. Ich habe da jetzt gar nicht hingeguckt, so wirklich. Aber sah irgendwie wie Overcooked aus. Super Mash, okay. Super Mash ist ein Game, das macht Games. Set in a game shop owned by a brother and sister discover mysterious. Uiuiuiui. The magic of Super Mash is what we didn't do. The games it produces are not scripted. Warum wetten, dass sie eingeblendet? It's itself that mashes the genres together. It creates a different game every time you play. You never know what it's gonna do. Just do me one favor. Danke dir auf jeden Fall. This is my favorite mash. Ah, ist das ein Code für die Switch zum Eingeben? Put it in. Da habe ich jetzt irgendwie gar keinen. Ah ne, doch, jetzt kommt's. Oder? Kann man da jetzt selber ein Game erstellen? Ja. Okay. Doch, das Konzept klingt sehr interessant, würde ich mal sagen. Also, du mischst so verschiedene Spielstyles zusammen zu einem Game. Ich finde, das sieht interessant aus. Ich finde, das sieht interessant aus. Hallo Dilschan, moin. Doch. Super Mash, lass das Spiel entscheiden. Doch. Doch, ich würde da mal so eine bisher am interessantesten, also ich hau mal eine 1 raus, so 1, 2 würde ich sagen. Sieht sehr interessant aus, doch, das sah sehr gut aus. So, was ist das jetzt hier? Drohnen ablenken. Wer bist du? Das fragt mich manchmal auch, ey. Irgendein Keck, der kein Mathe kann. Aha. Oh, Rätselgames sind ja, um ehrlich zu sein, gar nichts für mich. Im Laufe des Tages, ah ja. Ja, hat mich jetzt nicht so überzeugt, eine 4. Oh. Piraten, Leute, Piraten sind doch cool, oder? Okay, ich darf nicht mehr so kindisch reden, sonst wird hier mein Kanal gelöscht. Also, wir müssen hier harte Worte reden, Leute. Für die Erwachsenen, Piratenspiele, wuhu! Aha. Der Schiffssimulator. Better keep track of the wind and use physics to your advantage. Sailforth sails into port on Nintendo Switch in 2020. Ja, hat man jetzt noch nicht so viel gesehen. Hello everyone. I'm Nick. Aber sah ganz nett aus von der Optik. Ich gebe eine 3. Since you last saw us during Nintendo Treehouse. Ihr wart beim Treehouse? Oh. Action RPG. Oh nö, nichts für mich. Du bist gar 18, genau. We're absolutely thrilled to share a fresh look at our game. Okay, optisch sieht es ganz nett aus. These cosmetic items will be available at launch exclusively to players on the Nintendo Switch. Ist das ein Online-Game oder was soll das sein? Enjoy your first look at the next evolution of Dauntless and we'll see you in the Shattered Isles. Ja, jetzt haben wir Eier hier. Hau mal raus jetzt hier, Junge. 20 Minuten geht das übrigens, Leute. Jetzt haben wir gerade Halbzeit. Wir haben Halbzeit, meine lieben Friends. Halbzeit.
So. Da ist jetzt noch eine Frau gelandet. Im Schnee. Was ist Schnee, frage ich mich als erstes. Das ist Monster Hunter Fake, sagst du? Ja, bist du, Wales. Gut, du bist richtig krass. USK 18 Stream, mein Leben, Freunde, hier. Ich glaube, es ist ein Online-Game, ne? Ich blicke hier nicht so ganz durch. Aber ich meine ja. Wohl. Today. Ah ja. Heute, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. In Dauntless, you're all that stands between your die letzte Verteidigung. Schon online, ne? Ah ja, online. Kann bitte der Stream hier nicht so einkacken von der Qualität, ey? Was ist denn da los, ey? Nintendo oder liegt's an mir? Keine Ahnung, ey. Aber bei euch sieht's, glaube ich, ganz okay aus. Weil es bei euch ein bisschen kleiner ist. Fortnite 3, ja, Mann. Ja, ist halt so ein Shooter halt, ne? So mehr oder weniger. Look forward to regular free content updates featuring new challenges, new behemoths and more. Dauntless launches as a free download on Nintendo Switch. Oh, kostenlos. Okay. Ah ja. Ja, ein 4. Was ist das denn jetzt hier? TV-Schauspielerin. Ah, gerade ist fast meine Zunge irgendwie abgestorben. Habe ich das Gefühl. Ah, meine Zunge. Ah. Erster YouTuber, der in der Indie-World stirbt. Hallo, ich bin Pius. Oh, meine Zunge. Sterbe einfach im Stream, ey. Leute, beerdigt mich bitte. Dankeschön. Oh, diese Frau, ey. Die sieht aus, ey, als hätte sie irgendwie, keine Ahnung, ey. Die Rente noch nicht bekommen. Und arbeitet noch mit 80. Ja, haben wir jetzt auch nicht so überzeugt. Oddworld. Habe ich schon mal gehört. Das habe ich schon mal gehört. Was war das denn jetzt? What the fuck? Hast du zu viel Tabasco getrunken? Nee. Pius, der nicht Kinder von ist, genau. Das hast du richtig erkannt. Richtig erkannt. Hallo, ein Andi, moin. Moin. Ja, Skateboard, was ist das denn? An ordinary skateboard, you put a bird on it and just look at him go. Ah ja. Wouldn't want to be a skateboard. Whether they're grinding on bendy what the fuck? Kick-flipping over stairs. Okay, es wird gerade lustig. Ja, Stream leckt nicht, ist auch gut so. Always try their best, don't they? Explore each park, collect tiny clothing, help out friends and find secret mixtapes of original lo-fi. Sind irgendwie süß. Ja, abheben ist immer gut. Ich heb ab. Nix hält mich am Boden. Ende 2020. Ja, natürlich, Natter. Kündigt das Spiel ein Jahr früher an. Das ist der neueste Blockbuster. Blockbuster hier, ey. Ja, eins für den Vogel, würde ich sagen. Was ist das? Splatoon 3. Kappa. Irgendein Kriminalgame oder so. 1++, der sehe ich auch so. Oha. Jump'n'Run. Schwimmen. Abballern. Comic Story. Erscheint 2020. Aha. Wäre erstmal gut zu wissen, was es überhaupt ist, aber okay. GTA für Arme. You saw it for yourself in the trailer, people. Ja. Liberated blends the art of Cyberpunk. Handgezeichnet, okay.
Das heißt Spielerlebnis. Eine internetsüchtige Gesellschaft? Ja, das kennt man. Oha. This is no simple tale of good versus evil. As you flip between pages, side-scrolling stealth gunplay and platforming action, witness what transpires from many points of view to parse the truth. Ich sag mal so, sieht ganz interessant aus, aber nichts, was ich unbedingt spielen würde. Hi, we're Kid Fox Games. Oh, die sehen nett aus. Hallo. A dating simulator, dungeon crawler. Wollen wir mal ich wollte gerade sagen, wollen wir mal essen gehen und die kommt hier mit Dating Simulator. Ich wusste gar nicht, dass du so offen bist. Also, dann können wir auf jeden Fall mal essen gehen. Oh. Ab auf die Beach. Herr Pius. Oh. Waffen in Person, aha. Also die da eben, die Frau, die fand ich netter als das Spiel. Also kann ich die lieber haben. Also kann man die für 20 Euro kaufen? Nein, ich bin nicht frauenfeindlich. Nicht, dass wir auch noch Hate kriegen wie Montana Black aktuell. Boyfriend Dungeon, willst du mich komplett abkassieren hier eigentlich? 3 Minus. Also, was war das denn? Die Frau war eigentlich interessanter. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, ich trinke erstmal Apfelsaft hier. Was ist das? Irgendein Rätselgame, ach du Scheiße. Frauenspiel von Pius genau. Pius klärt sich ein Date und stirbt an seiner Zunge in einer Indie Direct. Das ist die gute Zusammenfassung, mein Lieber. Das ist die gute Zusammenfassung. Hast du mit der Frau dann Spaß? Wie erweitert unser Spielerlebnis? Ja, Mann. Moin. Oh, die haben Yooka-Laylee da im Hintergrund. Welches Game? Ja, hau mal raus. Jetzt kommt hier so ein Splatoon 3. Ein Pixel-Game, okay. Basteln. Bauen. Überleben. Minecraft 2D-Grafik. Affen. Oh, die Affen sind süß. Der Affensimulator. Ja, Mann. In der Spielwelt von... Was für ein Ding? Es ging viel zu schnell weg. Animal Crossing, ja, Mann. Oh Gott! Alter! Alter! Bruder! Hier ist Frasil mit NEN-Test-Donation. Ja, Bruder, das ist doch gleich die letzte Donation. Ich kriege fast Ohrenkrebs. Das war gerade so laut, ich musste ganz direkt los. Ach du Heilige! Ja, Frasi, Dankeschön für die Donation von 1 Euro. Erstmal schon scary. Ich hab mich gerade. Uff. Herz und Schild. Du Scheiße, war das laut. Einfach fast am Sterben hier. Ey, ich sterbe heute komplett, ne? Erst sterbe ich in der Zunge, dann krieg ich einen Ohrenkrebs. Und dann verliebe ich mich. Oh, jetzt ist es zu Ende. Ja. Ihr habt doch noch bestimmt was, oder? Wollte gerade sagen. One more thing, genau. One more thing. Moin. Tom Happ, Creator of Axiom Verge. Hi. I just wanted to take this moment to thank both Nintendo and Nintendo fans for the love you've shown Axiom Verge over. Keine Ahnung, was das ist. I've been quietly working on the next installment. Danke auf jeden Fall, Frasi. Lieber geht raus. Here's a sneak peek. Sneak peek, ah ja. Wer auch immer du bist. Hau mal raus.
Du hast nicht die Kontrolle. Alter, dieses K, ich muss ja mal gucken, was das ist. Du bist nicht du selbst. Du gehörst jetzt uns. Aha. Was ist das denn? Abermals. Ja, Junge, ich bin noch nicht fertig hier. Ja, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Das wäre für mich kein Spiel, wo ich Spaß hätte. Weil, wenn das Spiel optisch so kacke aussieht, meiner Meinung nach, dann habe ich da einfach auch nicht so viel Spaß, das zu spielen. Also Pixel ist ja okay, aber das ist halt wirklich irgendwie richtig... weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Ja, das war es auch schon hier wieder komplett mit der Indie World Presentation. Ja, es gab ein paar nette Sachen. Können wir mal kurz zurück hier irgendwie oder auch nicht oder auch nicht so ist meine Lieben, warte mal, wir laden das mal neu. Was sagen denn so die anderen? Warte mal, gehen da mal hin. War echt gut. Hentai, ah ja, also jetzt sind wir wenigstens nicht mehr kinderfreundlich, sehr gut. Irgendwas müssen wir mal einbauen, Leute. Was schreiben die da alle? What the fuck? Schreibt da alle rein, Pius ist der beste YouTuber. Dankeschön, Leute. Wer es jetzt macht, ist Ehre. Mal sehen, ob da jemand irgendeine Ehre hat. Wenn nein, dann hasse ich euch alle. Was ist denn los bei dem? Pius ist so scheiße, ey. Ich meine, Skill. Ja, Leon, sag mal nichts Falsches hier. Zwei Spiele waren gut. Ja, würde ich auch sagen. So, Toads sind cool. Immerhin etwas. Yay! Gurke. Yay! Ehre. So, wir laden jetzt hier kurz mal den Scheiß mal neu. Vorausgesetzt, ich kann mir das angucken. Ach, die streamen noch. Oh, dann halt nicht. Ja, dieses Vogelgame war ganz nett. Ehre. Das Vogelgame war. Ah, ich liebe euch. Herzen gehen raus. Ja, das Vogelgame, dieses auf dem Skateboard war ganz nett. Dieses Game selber gestalten war ganz interessant. Ja, aber sonst? Ich hab's dann, den Rest habe ich schon wieder vergessen. Der ging da im einen Ohr rein, im anderen wieder raus, so wie bei Mathe. Ja. 403 Zuschauer, Alter. Daumen hoch! Leute, lasst von mir auch alle einen Daumen nach oben da, dankeschön. Wir hier. Liken Sie den Stream. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren Sie den Channel. Aha, das ist also das Game des Tages. Der Talos Princip irgendwas, Alter. Muss los. Ja, das war's für heute, Leute. Vielen Dank fürs dabei sein. Danke an die 10 Euro. Ehre an dich auf jeden Fall, Pete. Ehre an dich. Ja, und wir sehen uns dann demnächst wieder. Und zwar am Donnerstag zu einem sehr, sehr schönen Mod zu einem meiner Lieblingsgames. Also unbedingt reingucken. Donnerstag um 15:30 Uhr wahrscheinlich als Video. Und ja, ich schreibe morgen Spanisch, am Donnerstag Mathe. Wünscht mir viel Spaß. Wir sehen uns. Schönen Abend euch und haut rein, ihr. Ciao.